Gut, wir haben gesehen in einem anderen Video, was wir in der Versionsverwaltung wie organisieren, damit wir zu einem stabilen Release-Termin kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie häufig soll man releasen oder kann man releasen? Ja, kann das täglich passieren oder muss das alle paar Jahre mal sein? Und ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich das massiv verändert. Früher hatte man alle paar Jahre ein neues Release. Heute geht man immer mehr Richtung on the fly oder täglich oder relativ schnell zumindest. Und demnach, in welcher Strategie man ist, braucht man auch andere Tools und ein anderes Setting. Ja, wenn wir hier etwas vergleichen, hier bei täglich oder on the fly reden wir von Continuous Deployment, also ständig deployen, ständig eine neue Version. Kaum ist ein Feature fertig, geht das sofort raus. Das heißt, was wir hier tun müssen, ist, wir müssen den Automatisierungsgrad entsprechend steigern. Wir können nicht, wenn wir täglich ein neues Release bauen wollen oder veröffentlichen wollen, können wir nicht einen Tag damit verbringen, ein Setup zu bauen. Denn dann ist der Tag schon vorbei und dann tut ein Mann mindestens nichts anderes als immer nur Setup bauen. Das ist viel zu teuer, das würde man nicht machen. Also das Setup bauen muss möglichst automatisiert gehen. Wir brauchen auch einen höheren Automatisierungsgrad, was das Testing anbelangt. Ich kann nicht 2 Wochen vorm Release anfangen zu testen, wenn wir täglich releasen wollen. Das geht einfach nicht. Das muss alles on the fly und voll automatisiert sein. Stichwort extrem viel Unit-Tests und extrem hohe Code-Coverage. Je seltener wir releasen, umso eher kann man auch noch Sachen manuell machen. Je häufiger wir releasen, umso höher muss der Automatisierungsgrad sein. Ich glaube, das leuchtet auch ein. Ja, schauen wir mal, wo sind so klassische Produkte? Windows 10 gibt zum Beispiel ein Release 2-mal im Jahr. Früher und LTS-Versionen von Microsoft waren alle 3 Jahre. Früher war ein Serverbetriebssystem grundsätzlich immer 3 Jahre da. Jetzt gibt es also 2-mal im Jahr ein entsprechendes Update. Ihr wisst, ungefähr so im Frühling und im Herbst. Ja, diverse Scrum-Projekte nach jedem Sprint. Und ein Sprint dauert üblicherweise so circa 4 Wochen, kann aber auch nach einer Woche bereits vorbei sein. Ja, und wie gesagt, andere machen das täglich oder on the fly. Was wir dazu brauchen, um viele Releases zu ermöglichen, ist klar, eine Versionsverwaltung ohne geht's nicht. Wir brauchen viele Unit-Tests, automatisierte Tests für einzelne Funktionen, aber auch Integrationstests, die sicherstellen, dass nicht nur eine Komponente, sondern die Komponente auch im Zusammenspiel mit anderen Komponenten funktioniert. Wir brauchen einen Build-Server, der dafür zuständig ist, wenn jemand einen Commit macht in der Versionsverwaltung, den Source-Code auszuchecken, die Unit-Tests und Integrationstests durchlaufen zu lassen und ein entsprechendes Setup automatisiert zu bauen und dann ein Deployment zu machen. In vielleicht einen Stage, in ein Staging-Environment, also wo dann eine Abnahme vielleicht noch passiert oder gleich in wirklich das Release sozusagen. Ja, also wir sind beim Thema Continuous Integration, Continuous Delivery bzw. Continuous Deployment. Und so eine CI/CD-Pipeline sieht wie folgt aus. Wir machen ein Build, dann werden die Tests ausgeführt, dann wird der Merge mit etwaigen anderen Features, Integration Branches etc. Gemacht und dann automatisch das Release, wenn das alles positiv erfolgt ist, ohne Konflikte, ohne Probleme, in das Repository. So, wir haben sozusagen dadurch automatisch eine neue Version generiert. Und dann noch automatisches Deployment in die Produktionsumgebung. Die ersten drei, das ist es, wenn wir von Continuous Integration sprechen. Also Integration in einen entsprechenden Branch. Ja, alle Features etc. kommen da rein. Dann kommt Continuous Delivery, wenn wir das auch automatisch als Version sozusagen taggen, aber noch im Repository haben und noch nicht veröffentlicht haben. Aber wir könnten es ausliefern. Das Ziel ist immer, ständig eine auslieferbare, funktionsfähige Version zu haben. Und wenn wir das dann auch wirklich hart durchführen, dann sind wir im Continuous Deployment. Gut, jetzt könnt ihr mal überlegen und in die Kommentare schreiben, was heißt das vielleicht für die Strategie in der Versionsverwaltung? Brauchen wir dadurch neue Branches oder wie auch immer? Für das Ganze gibt es natürlich Tools.
die das können, ja, Azure DevOps etc. Viele andere können das natürlich. Und das ist so der modernste Weg, wo es im Moment hingeht, das möglichst zu automatisieren. Nicht bei einzelnen Kundenprojekten, die klein sind vielleicht, aber bei Standardprodukten oder auch bei Kundenprojekten, die wirklich, wirklich groß sind. Je mehr man Richtung Agilität geht und häufig Prototypen liefert, umso eher kommt man Richtung diesem Prozess und will das automatisieren, einfach um sehr, sehr, sehr viel Arbeitszeit zu sparen. Was man überhaupt nicht unterschätzen darf, diese Pipeline aufzusetzen, dass diese wirklich mal funktioniert, das ist wirklich viel Arbeit und wirklich viel Aufwand, den man da vorab hineinstecken muss, um dann später on the long term sozusagen den Vorteil zu bekommen, dass das sehr effizient und einfach geht. Aber das Vorabinvestment ist erforderlich und auch der größte Hemmschuh, das nicht zu tun. Das ist ja das gleiche wie beim Unit-Testen. Man muss sehr viel gefühlt brutal viel Aufwand in die Organisation, in die Struktur, ins Testing etc., ins Qualitätsmanagement reinstecken und hat dann oftmals das Gefühl, es geht nichts weiter und dann wird es eben weggelassen. Ob das gut ist, ist eine andere Frage, denn wenn es nachher viele Bugs gibt, dann hat man auch die Zeit, um die zu fixen. Und man muss sich auch nachher die Zeit nehmen, entsprechend häufig Builds zu machen. Also ein Automatisierungsgrad einzuführen, braucht Arbeit, braucht Zeit, kostet auch Geld, aber on the long term zahlt es sich eben erst aus. Gut, wenn euch was gefehlt hat oder so, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.